Ja. Was macht das so besonders? Also ich muss sagen, es ist meine erste Opernredoute und es ist auch mein erster Operaball. Also ich kenne das gar nicht von Deutschland. In Berlin haben wir das nicht. Es gibt es in Dresden jetzt neuerdings, das ist ganz modern geworden. Aber auch, glaube ich, abgeschaut von von Österreich. Aber ich finde das toll. Ich habe eben schon gesagt, diese Mischung zwischen Tradition und Moderne in Österreich ist, finde ich, ganz fantastisch. Das ist eigentlich mein Land. Ja? So, Ihr Land. Eigentlich mein Land, weil ich bin ein sehr moderner Mensch, ein sehr offener Mensch, ein sehr politischer Mensch, aber ich bin toleranter Mensch, liberaler Mensch, aber auch ein sehr traditionsbewusster Mensch. Und das hat man in Österreich. Und ich hoffe, es bleibt. Im Moment rutscht es ein bisschen in eine Richtung. Gut, wir hoffen, das ändert sich. Ich will mich da nicht zu äußern, aber ich bin unheimlich gern hier. Und wenn ich hier ankomme, ich habe auch so eine Liebe, die Leute mir entgegenbringen. Schon im Flugzeug sagt die Stewardess an, von Graz zu begrüßen Herrn Heidemann. Wir wünschen viel Glück, viel Spaß bei der Opernredoute. Also man kennt mich hier auch in Österreich und das freut mich sehr. Ein Jubiläum? Also ich hatte ein Jubiläum, da habe ich mich vor gefürchtet, da bin ich zum guten Doktor gegangen, der hat das dann geregelt. Und jetzt kommt das nächste Jubiläum in 3,5 Jahren, das kriegen wir auch wieder hin. Also Jubiläen bin ich nicht, ich bin auch kein Geburtstagsmensch, wissen Sie, oder Weihnachtsmensch. Nö. Also Jubiläum ist nicht so das Wort, was bei mir so vorkommt, mein Sprachschatz. Letzte Frage, können Sie, tun Sie gerne, ja, nein, wenn ja, was, Wiener Walzer? Wisst ihr, ich habe 1979 angefangen zu tanzen. Das ist ja jetzt schon eine Weile her, ja? Und ich unterrichte so viele Stunden jeden Tag, wenn ich in USA oder Russland oder China oder Japan oder sonst wo bin. Und ich tanze aber auch gerne und tanze dann. Ich werde auch heute tanzen. Ich möchte auch heute auch tanzen. Ja? Aber privat höre ich die Tanzmusik. Ja, gar nicht, weil ich das jeden Tag höre. Ja? Aber ich tanze gerne. Auf so einem Ball tanze ich gerne. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich in einer Tanzschule bin, irgendwie auf einer Tanzschulparty, dann noch abends anschließend tanzen, nachdem ich 8 Stunden unterrichtet habe. Aber hier auf so einem Ball ist das was anderes. Und das ist ja, wissen Sie, das ist ja hier eine Atmosphäre. Das ist ja unfassbar. Ich meine, das ist ja wunderschön. Das kennen wir ja aus Deutschland nicht. Ja, ich nehme ihn mal. Ja, ich danke Ihnen. Ja.